So, hallo liebe Dampfmaschinenfreunde und Technikfreunde. Ja, ich mache nochmal ein neues Video, weil ich habe den vorhin nochmal aufgenommen und ach, da lief er nicht so richtig, da muss man noch ein bisschen tüfteln und das mag ich immer nicht so. Er ist noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, der Motor, der hat der Theophild Holker gebaut und wir haben jetzt nur noch ein bisschen verschönert. Was wir auch gemacht haben, sind, wir haben hier waren Graugusskolben drin, wir haben jetzt Graphitkolben angefertigt, weil der Motor lief mir einfach ein bisschen zu schwer. Und ja, wie gesagt, dadurch haben wir jetzt Graphitkolben angefertigt, dass er wirklich ganz leicht läuft. Wir haben auch noch ein bisschen umlackiert. Wie gesagt, hier war alles rot. Haben wir jetzt ein bisschen dezenter gemacht. Der Tank haben wir noch lackiert. Ist ein Gastank. Wir beheizen ihn mit Gas oder schöne offene Flamme. Die Zylinderköpfe haben wir rot lackiert. Wir haben ja das Problem gehabt, da muss man natürlich die Ventile oben, wo das sitzt, alles wieder abmachen, die Farbe. Das muss ja richtig dicht werden. Ich habe das schon in vielen Videos erklärt, der muss immer so ploppen. Wenn ihr das nicht hört, dann laufen die Motoren sowieso nicht. Wie gesagt, Startschwierigkeiten ist immer bei so Motoren, wenn man die kalt anfährt, Kondenswasser. Das bildet sich halt, das bremst den Kolben unheimlich und das muss man erst überwinden. Ne? Das dauert einen Moment. Am besten macht man kurz an, lässt ihn vorheizen, dann dreht man ein bisschen, lässt einen Moment laufen und dann lässt man nochmal stehen. Macht man aus, dass das Schwitzwasser, wie gesagt, dann richtig verdampfen kann. Ja, und dann laufen die Motoren eigentlich. Ich habe den jetzt vorhin 20 Minuten laufen gehabt. Wunderbar, ohne Probleme. Aber wie gesagt, ist noch nicht fertig. Ist so ein kleines Einführungsvideo, so ein Testvideo. Wie gesagt, hier kommen überall noch Dekostreifen dran, goldene. Und wie gesagt, Ventilkäppchen machen wir noch anderes hin aus Gold. Ja, so Kleinigkeiten sind halt noch ein bisschen optimieren noch. Ne, hier muss wirklich alles nochmal zerlegt werden, nochmal ein bisschen abgeschliffen werden, dass das wirklich alles. Ne, ja. Muss sehr leicht laufen alles. Wir fahren jetzt einfach mal an. Wir gucken mal, wie er läuft. Dafür machen wir das Video. Schauen wir mal. So, wie gesagt, Gas, zwei schöne offene Flammen. Und wie gesagt, er muss seine Temperatur haben. Der wird hier mit so einer. Wollen wir erstmal ein bisschen mehr Flamme machen. Moment dauert er. Wie gesagt, er braucht seine Temperatur. Auch wenn er eben mal kurz gelaufen hat. Wie gesagt, so Modelle brauchen eine bestimmte Temperatur, dass sie erstmal vernünftig fahren. Manchmal kann das schon 3-4 Minuten dauern. Und wenn dann aber richtig Temperatur da ist, dann laufen die Motoren auch. Auf den Schieber mache ich immer von Firma Banks ganz dünnes Öl drauf. Das ist einmal so ein bisschen, das dichtet auch gut ab. Das verbrennt ja hinterher das Öl. Macht nur kein dickes Öl drauf, dann zicken die Motoren herum. Ventillaster auch sauber. Das kann man höchstens mal abschrauben, schön polieren, dass es wirklich alles schön glatt ist und gut abdichtet. Ja, wie gesagt, wir haben hier so eine Gaskartusche. Da haben wir so einen Aufsatz, hat Theo damals gebaut. Da können wir die ganzen Tanks hier einfach mit Fahrradventil, ihr seht das einfach nochmal wie ein Autoventil, können wir das betanken. Ich weiß gar nicht, wie lange das hält. Wir haben vorhin, ich glaube, 20 Minuten schon laufen gehabt, da war immer noch genug drin. Wahrscheinlich reicht das so für 20 bis 30 Minuten, wird das ungefähr reichen, so eine Tankfüllung, je nach wie groß die Flammen halt sind. Ja, wie gesagt, der Motor muss, wie gesagt, Temperatur haben. Aber wie gesagt, der ist noch nicht ganz fertig. Wir sind noch ein bisschen am Einfahren, ein bisschen am Tüfteln. Hier kann man bestimmt noch ein bisschen optimieren, ein bisschen da schleifen, ein bisschen hier schleifen, dass er wirklich schön leicht läuft. Ja, hat der Theo wirklich schön gebaut. Aber bei mir ist immer so, ich muss die Motoren immer gleich zerlegen und alles ein bisschen, ja, was heißt verbessern. Ja gut, Graphitkolben ist halt dann, die laufen halt damit leichter, weil die selbstschmierend sind. Und ihr braucht da kein Öl dran machen, ne? Weil man kommt ja auch schlecht dran. Man müsste dann wahrscheinlich ein bisschen rumdrehen, dann Kolben, trocken Öl drauf und ach, das mag ich nicht. Wie gesagt, die kann man einfach anfahren. Aus Erfahrung kann ich sagen, also so Modelle, die zerlegt man alle Jubeljahre mal und macht mal vielleicht die Buchse, poliert man nochmal sauber. Aber normal laufen die immer. Ganz einfache Handhabe. Gut, die stauben halt voll, wenn sie im Freien stehen. Deswegen schön Ventrile stellen, bleibt auch schön sauber. Aber er läuft sich langsam ein. Ich bin soweit zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten kommen noch. Ist ein schöner Zweizylinder. Flammenfresser. Wirklich gut gelungen. Wie gesagt, die Umsetzung mit den Nocken hat der Theo mit Zahnrädern gemacht. Ihr seht das bestimmt hier.
Das hört man so auch minimal, aber das macht nichts. Das kann ruhig ein bisschen. Und der Motor ist soweit sehr gut durchdacht. Was wir immer machen auf die Schwungräder, da kommt so eine Folie drauf, dass der ein bisschen edel aussieht. Da gibt es ja alles an Folie, kann man schön bekleben. Das sieht man auch kaum. Das ist eine prima Sache. So, wir können ja mal ein bisschen mehr aufdrehen. Wie gesagt, nur so ein kleines Vorführvideo. Aber wie gesagt, wir sind da noch ein paar Tage dran, so ein bisschen tüfteln, bis er richtig fertig ist. Wie gesagt, die Dekostreifen kommen noch überall drauf. Und dann wird er weggestellt, dann ist er fertig. Aber diese Motoren haben, die wissen, was das manchmal für eine Zickerei ist, bis man dann fertig ist, bis man so haben möchte, dass er auch gut läuft. Ja, Theo, nochmal danke, wieder ein super Motor von dir. Ich bin noch nie enttäuscht worden und wenn wirklich mal was war, kann man immer eine Lösung finden. Entweder mache ich selber oder wenn ich selber nicht hinkriege, dann schicke ich halt nochmal zum Theo. Aber die Motoren sind wirklich sehr gut durchdacht. Wer da einen Motor kauft, der macht da nichts verkehrt. Ja, mit dem Gas, ich finde das besser als mit einer irgendwie mit Spiritus, weil man kann hier viel besser regeln. Und ihr seht, wie schön langsam er laufen kann. Oder halt große Flamme, dass er richtig Schwung bekommt. Ja, ich sage mal, Daumen hoch, läuft prima. So lassen wir ihn jetzt. Wenn er mit den C-Streifen mal alles fertig ist soweit, dann machen wir noch mal ein kleines Video. Aber er bleibt jetzt so. Wie gesagt, die Kolben haben wir jetzt nochmal angepasst. Das muss man ein bisschen hinterher anpassen, ein bisschen abschleifen, dass sie wirklich ganz leicht laufen. Wie gesagt, die müssen auch eine gute Kompression haben. Das System muss super dicht sein, das ist alles wichtig, ne? Die Ventile vorne. Oder der Schieber, das muss alles super abdichten. Sonst laufen die gar nicht. Kriegt ihr so einen Motor gar nicht zum Laufen. Also könnt ihr ewig rumfuckeln. Das klappt dann nicht. Und wenn er mal gar nicht läuft, gut, dann wird halt mal die Schieber ausgebaut. Dann wird er schön zerlegt. Ah, das war viel zu schnell, viel zu schnell. Ja, jetzt habe ich noch einen im Kinderzimmer unterm Bett liegen. Und das ist ein Vierzylinder. Also wenn der mal fertig ist, Leute, das wird auch mal ein schönes Video. Ich muss da jetzt unbedingt mal dran gehen. Ich habe den so viele Jahre schon unterm Bett liegen. Ich habe damals angefangen, ich habe damals die Zylinder und Kolben fertig gemacht. Auch wieder Graphit alles. Aber ist noch ein bisschen Arbeit, aber wenn der mal fertig ist, das wird auch ein Highlight. Und ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Zweizylinder, wie schön das aussieht und dann so als Vierzylinder. Das ist schon ein Highlight. Das kriegt man nicht alle Tage sowas. Gut, gut, wir beenden das Video. Wir wollten, wie gesagt, nur mal die erste Vorführung, erste Probelauf, der richtige erste Probelauf jetzt nach dem Zerlegen und nach dem Anpassen. Ich bin sehr zufrieden und hat sich die Arbeit gelohnt. Euch noch einen schönen Abend. Und wie ich immer so schön sage, bis zum nächsten schönen Video. Und wenn es euch Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr gerne irgendwas dazu sagen wollt, auch kein Thema. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr angeboten oder Dampfmaschinen. Habe mich da ein bisschen zurückgezogen, weil die Preise, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Da wird Schrott verkauft, wollen dann viel Geld haben und man muss dann doch noch alles neu aufbauen. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Und die Betrüger sind ja auch leider nicht weniger geworden. Da decke ich immer noch jeden Tag oder mehrmals, wenn ich mal reingucke, decke ich immer wieder welche auf. Das ist nicht schön, ne? Mit den Leuten, die meinen, die müssten da Geld machen und Leute verarschen, auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, sichert euch da ab. Bezahlt nicht einfach blind, ne?
Naja, ist leider so ein Hobby. So, der könnte jetzt noch wie lange laufen. Wir haben vorhin schon 20 Minuten laufen gehabt. Der läuft und läuft und läuft durch die schönen Kühlrippen hier. So, gut, machen wir jetzt wieder aus. So, so reicht mir den schönen Video. Wir haben, wie gesagt, das sind die originalen Graugusskolben. Die werden wir aufheben, werden beschriften, dass er zu dem Motor gehört. Und dann kann man die ja, wenn der mal irgendwann verkauft wird, wer weiß, ne, dann kann man die ja wieder mitgeben. Kann derjenige sich wieder reinbauen. So, wie gesagt, euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten schönen Modell.